Ah, nee, nächstes Jahr. Jawohl, da sind wir. So Leute, jetzt bin ich hier am Gate. Geht gleich los. Und ich habe erstmal schön für 14 Euro eben 7 Wasser mir geholt. Das war schön, dass ich schön saufen kann. Im Flugzeug. Muss ja noch viel trinken. Hier schönes Wasser, ein Wasser 2 Euro. Jawohl, schön. So, wir haben jetzt in Istanbul gelandet. Noch gut Zeit hier zum Umsteigen. Ich kann mich hier so ein bisschen hinhauen am Rande hier. Andere Leute sitzen hier auch noch so. Ja. Und kann man schön die Beine lang machen und jetzt werde ich erstmal eine Mahlzeit ballern. Sonst werde ich flach. Flach wollen wir nicht auftreten, ne? Das sieht auch noch gut aus hier. Kannst du sagen, Mann. Lecker, lecker, lecker. Mann. So, ich bin jetzt hier im Taxi. Angekommen in Kuwait. Nachts um 3 Uhr. Und ja, hier ist mein Taxi-Driver. Der sagt gar nichts. Sag mal was. Yeah. Das ist mein Taxi-Driver hier. Dunkel, aber es geht. Der hat mich da abgefangen und ja, jetzt fährt er mich zum Hotel, Sarah Plaza Hotel, und dann werde ich jetzt mal ein bisschen schlafen. So Leute, jetzt bin ich hier im Hotelzimmer angekommen, oder im Hotel-Apartment, sag ich mal so. Guckt euch das mal an hier, ist schon schön, es fängt schon gut an, wenn man reinkommt, ein schöner Raum hier. Habe ich erstmal meine Tasche hingeballert hier auf den Tisch. Ja, hier mein Koffer. Mein Koffer ist leider Proteinpulver hier ausgelaufen. Oder beziehungsweise hier kaputt gegangen. Die Schale, scheiße, mit dem Casein. Mir ist die ganze Tasche vollgeballert. Ah. Ja, wie gesagt, hier Fernseher schön, Tisch, Couch-Ecke. Und hier ist der schöne Kühlschrank, ein großer. Ich habe Essen reingemacht. Da. Ja, Kochnische hier, Kochecke. Hier was zum Trocknen, Fisch trocknen, Mikrowelle, alles da. Alles da, so hier. Dann hier schönes, ja, schönes Bad. Schöne Dusche. Und hier schönes Schlafzimmer. Vom Feinsten. Ja. Schön groß. Zwei Betten, Fernseher. Da werden der Matze wird morgen mich besuchen kommen, denn der kommt noch dazu hier, dann wird es für mich ja günstiger, Hälfte weg vom Geld, von der Moneten. Und ja, so sieht's aus. Was ist die für eine Tür? Mal gucken. Ja, ist so. So, jetzt gerade angekommen. Wie gesagt, nachts 3.33 Uhr, Donnerstag früh. Habe ich jetzt gerade erfahren vom Matze, dass das Fliegen morgen früh um 11 Uhr. Also sozusagen in 6, 7, 8 Stunden stattfindet, so ungefähr. Und ja, jetzt Waage habe ich schon bereitgestellt. Mal anmachen hier. Und dann mal gucken. ,4 noch. Ja, da muss ich noch ein bisschen was trainieren gehen, glaube ich, oder so. Oder ein bisschen laufen, oder ein bisschen Gewicht abkochen in den nächsten Stunden. Das wird nochmal eine Tortur. Am Gesicht bin ich ja schon wieder ein bisschen dünn. Hier auch, geht auch schon die Muskulatur hier. Aber das Gewicht muss stimmen. Also heißt es für mich jetzt, wahrscheinlich nochmal hier ist ein Studio drin, ins Gym gehen, ein bisschen trainieren und ja, Gewicht loswerden. So sieht's aus. Yes. So, dann werden wir mal hier unser Home Gym nachts um 4 nochmal trainieren gehen. Und da sind wir auch schon.
das war's. Das ist schon das Gym hier. Das ist ein Muscle-Gym, würde ich sagen. Kann man so sagen. Ne? Da wollen wir uns mal da ein bisschen. Aber hier ist schön warm, hier schwitze ich gut. Wollen wir uns mal da ein bisschen ablassen. Auf geht's, würde ich sagen. Ja, lustigerweise geht dieses Maschinchen hier gar nichts. Ein Maschinchen zeige ich mir mal jetzt hier. In der Maschine geht nämlich nichts. Da kann man hier machen, wie man will hier. Da ist da hinten alles kaputt hier. Kann man nicht drücken, nichts. Nichts ziehen, nichts, gar nichts. Das Einzige, was ich jetzt mich hier mache, ist ein bisschen durch die Stange hier. Da mache ich ein paar Klimmzüge dran. Werde ich machen gleich. Da bin ich schon bei im Grunde. Und deswegen so aus der Puste. Und dann werde ich hier ein bisschen Liegestütze machen oder beziehungsweise Dips und sowas. Und das war es dann auch schon. Ein bisschen laufen noch. Und dann wäre es das heute. So. Gesicht bis abgenommen, ja. Ich hoffe doch. Ne? Naja, so. So. So, jetzt habe ich hier gut in der Rumpelkammer da ein bisschen vor mir hingepumpt, geballert. Jetzt gucken wir auf die Uhr, was die Uhr sagt. Die Uhr sagt jetzt 6.12 Uhr, also war ich gute 2 Stunden fast weg. So, jetzt wollen wir mal auf die Waage steigen. Vorher ziehen wir aber einiges aus hier. Schauen wir mal, dass wir schon wenigstens jetzt wieder noch mal ein bisschen was verloren haben. Ja, gut. Da ist die ganze Bande. So, mal gucken, ob das Gericht jetzt passt. Kurz vor 10 werden wir jetzt hier abgeholt im Hotel. Bin gespannt. Der verrückte Richter. Ja. Masse McDonalds, überall. So, wie soll das Liegen stattfinden gleich? Don't try it here. No, you have to start again. Yeah, just ask here the. Yeah, someone. Ask here. Ask
So, jetzt bin ich zurück hier im Hotel und zeige ich mal hier. Wir haben es jetzt 12.25 Uhr und jetzt gehen wir mal auf die Waage. Ich habe es mich genau auf den Punkt getroffen beim Wiegen. So, 96,3. Gut, ich habe die Kamera in der Hand. Also 96,1 habe ich genau beim offiziellen Wiegen jetzt gewogen eben. Also genau 96,1 habe ich somit auf beim offiziellen Wiegen eben gewogen. Mehr durfte ich nicht haben. Nicht 100 Gramm weniger, nicht 100 Gramm mehr und nicht 50 Gramm mehr oder weniger. Ja. So schaut's aus. So, jetzt wird erstmal eine Mahlzeit, hier ist ein bisschen Fleisch. So, jetzt gibt es erstmal hier ein bisschen Wasser, Magnesium, Citrat ein bisschen drin. Bisschen den Muskelkater ein bisschen lösen, bisschen die Muskeln ein bisschen lockern, Wurmenzyme dazu, Zink, BCAAs, Vitamin C habe ich da noch reingemacht, hier viel, weil das auch entwässernd wirkt. Und ja, BCAAs gibt es noch dazu gleich, das ist das erste Mal. Und dann gibt es gleich dazu noch ein bisschen Tatar, Fleisch. Und dann werde ich mich ins Bett hauen und ein bisschen schlafen erstmal, Schlaf nachholen. Ja, so schaut's aus erstmal jetzt hier aus Kuwait. Ja, jetzt hätte ich schon langsam schön schlank im Gesicht, dünn, kann man nur sagen, ausgezehrt. Muss mich noch näher ein bisschen rasieren, muss einfach warten, bis hier mein Ladegerät ein bisschen auflädt. Und ja, jetzt zeige ich mir nochmal hier, habe ich schon ein bisschen Tee gekocht, oder bin ich dabei, Tee zu kochen hier. Ja. Entwässerungstee schön hier. Brennnessel, Durchspülungstee, Blasen-Nierentee, sowas alles. Schön in großen Mengen wird das gekocht hier. Vorgekocht sozusagen für heute noch und für morgen. Da presse ich mir die Beutel schön aus. Und ja, reicht auch hier. So. Dann beiseite hier das Ganze. Und da werden nachher die Beutel hier alle ausgepresst. Und dann wird das Ganze über den Tag verteilt getrunken. Yes. So, dann wollen wir mal ein bisschen was einkaufen gehen. So. Das sieht ja richtig gut aus. Hier haben wir schöne Eier. Ja, gleich noch ein Spot haben wir da im Moment mal mit. Der Matze will auch ein paar Eier zum Frühstück. Jawohl. So, jetzt habe ich hier schön eine Menge eingekauft. Alles Mögliche an Krimskrams, Fleisch auch unter anderem. Und ja, ja, jetzt habe ich hier so warm bekommen, dann bin ich wohl ins Hotel schieben erstmal. Geil. Geil. Und dann ja, so, werden wir mal den Kühlschrank füllen. Also da werdet ihr schon, also ich durfte ja leider nicht mehr filmen da drin, weil da so ein Männchen ankam und meinte nicht filmen hier. Aber ihr könnt gleich schön sehen, was ich in den Kühlschrank fülle. Masseeinkauf, jawohl! Masseeinkauf hier, schön! Schön Masseeinkauf geballert hier, jawohl! Schön den Wagen voll gemacht!
Schön den Wagen voll geballert. Jawohl, so muss es sein. Da sind wir. So, und jetzt zeige ich euch mal, was ich hier jetzt so Schönes eingekauft habe. So, bei dem kleinen Einkauf hier, wie gesagt, ein paar schöne Eier. Habt ihr gesehen hier, dann habe ich Fleisch gekauft. So, Tatar, oder ist auch vielleicht nicht so mal, aber egal, das ist jetzt nicht so wichtig. Und hier Eisbergsalat, esse ich dazu, schön Hähnchenbrust, ein Kilo. Und dann fürs Frühstück nächsten Tag, weil hier keins Frühstück gibt. Käse, Wurst, bisschen Salami, Butter, Philadelphia, bisschen was zu naschen danach, bisschen hatten die leider nicht, ein bisschen Joghurt und ein paar Äpfel noch hier, schöne Cola Lights. Und hier oben schön haben wir nochmal Nachtisch, schönen Cake. Und hier, weil der Matze immer so gerne Ben & Jerry's Peanut Butter Cookie, habe ich gedacht, das ist noch sein Ding. Und ich esse dann die Pistazie, dann auf die letzte Meisterschaft nochmal. Und dann hier haben wir schon unser Brot hier, was wir dazu essen. Und bei mir brutzelt auch jetzt schon das Fleisch, habe ich schon einmal was reingeschmissen hier. Jawohl. Ja, drehen wir ein bisschen um. Das habe ich da genommen, Stroganoff. Also wie gesagt, jetzt ist es nicht mehr so wichtig, jetzt hier aufs Fett zu achten. Ich esse ja hier keine Kohlenhydrate mehr. Jetzt alles, was hier dann Fett noch dazu kommt, das wird eh nur ausgeschieden. Also das esse ich dazu. Ein bisschen Eisbergsalat, weil ich halt den Bauch flach haben möchte noch. Und ja. Ja, und so schaut das Ganze dann fertig aus hier. Jawohl. So ein schöner Eisberg hier. Ja, dazu und das auch dann. Wunderbar. So Leute, jetzt ist es 11 Uhr morgens hier. Könnt ihr sehen. Ja. Wettkampftag in ja, so 8 Stunden, 9 Stunden geht's los. Ich werde euch mal mein geiles Frühstück zeigen. Ja, das ist vom Allerfeinsten jetzt hier. Nämlich hier ein bisschen Chicken Breast und ein bisschen Eisbergsalat vom Allerfeinsten. Yeah. So, ich habe jetzt hier zu Ende gefrühstückt. In der Zeit ist auch schon hier mein Mitbewohner angereist. Angekommen oder vom. Was jetzt? War es überhaupt schon frühstücken eigentlich? Ich habe aber gestern, wer mir bei Instagram folgt, das könnt ihr nämlich jetzt bitte netterweise abtun, zum Supporten. Yeah, ja, genau. Ich habe gestern nur Scheiße gefressen auf dem Weg. Habe ich gesehen, ja. Nur Scheiße gefressen. Machen wir doch heute Abend weiter oder nicht? Ich habe doch gut eingekauft schon. Ja, danach ja. Aber nächste Woche wieder. Ich habe aber gesehen, auch du warst fleißig in der letzten Woche. Ich bin eigentlich die ganze Zeit fleißig gewesen. Ja, oder genau, ja. Jetzt noch 4 Monate meines Lebens. Aber ich würde sagen, ist mir schon in Prag aufgefallen, da dachte ich, du machst heimlich noch irgendwie Physikklasse mit oder so. Nee, das war, wie wird man schnell ganz dünn. Achso, wie wird man schnell ganz dünn. Ja, das kenne ich aber auch, wie wird man schnell ganz dünn. Wenn es mal nicht so läuft, weißt du, dann geht da zack, bumm, 12, 13 Kilo weg. Habe ich ja, ja, wir arbeiten schon durch in unserem Leben, Matze. Das Leben ist nicht, kein Ponyhof, ist aber so schön. Aber wir müssen stark bleiben und müssen Bizepskeule zeigen. Einer, weißt du, was einer geschrieben hat? Einer hat unter meinem Bild kommentiert, einen geilen Satz eigentlich so. Und zwar hat er geschrieben, der Phil war das, der Phil aus Saini, so ein Kollege aus Hamburg da, so ein Gangster, der hat geschrieben, du bist das beste Beispiel dafür, dass man an sich glauben muss. Also, das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal ganz offiziell hier sagen. Ja. Also, ich meine, jetzt die Leute, die zuschauen, werden ja eh meistens Supporter sein von dir. Aber was der Steve da gemacht hat, Hut ab von dieser Leistung, vor allen Dingen, wenn man so abgeschrieben worden ist. Ich habe es ja auch schon gepostet, man kann ihn mögen oder auch nicht. Das ist ja auch völlig okay. Man kann sagen, er ist ein Spinner oder mir gefällt seine Art nicht. Ich finde ihn gut, ich finde ihn lustig. Das ist ja eine Sache, aber aufgrund dieser Tatsache ihn abschreiben.
Das hätte keiner machen sollen oder sollte man in Zukunft auf jeden Fall nicht, da dieses Ganze, er nimmt es nicht ernst und die Karriere ist vorbei und ist kein Athlet und bla 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 bla. Und dann kommt der kleine Steve dann nach Prag gefahren, hat nichts von sich hören sehen lassen. Und ich fahre mal sowas von ab, dass alle Kritiker verstummt sind, deswegen Steve darf auf jeden Fall. Habe ich ja extra gemacht. Ich ziehe meinen Hut und super Leistung. Yeah. Soll noch besser werden. Wir wollen uns ja noch steigern. Und wie gesagt, jetzt hat er letzte Woche, ich glaube, hast du ja schon 6 Punkte bekommen. Ja. Jetzt schön am Ball bleiben und Vollgas geben und dann fahren wir nächstes Jahr nach Vegas. Ja, yeah, genau, das ist das Ziel. Ach, komm, das dauert noch. Ja, aber es ist ja immer noch kurz die Anwachung. Du bist halt Nummer 15? Hier ist Backstage, hier habe ich hier wurde ich schön angemalert eben. Ronny auch. Und Ronny ist Nummer 15. Immer zusammen, da war das Foto hier. Jetzt. Warte. Hier wurde ich gerade schön angepinselt, aber ich guck mal, was hier so angemalt hier schön. Haben die Jungs richtig gut gemacht hier. Also eine Schicht reicht bei mir, sieht gut aus. So. Perfekt. Guck mal, mein Kameraschwenk ist zu schnell. Ja? Ja, scheißegal. Und dann habe ich hier so einen den Verrückten, der hat mich ein bisschen Er hat hier mein Rücken schön ein bisschen. Schön hier von ein bisschen. Nochmal schön sich abtrocknen, bis die Farbe einzieht. Und ja, nachher gehe ich von aus, mache die noch ein bisschen Öl rauf und dann geht's auf die Bühne. Ne? Los, also ich klebe mich auch wieder dazu hier. Und dann passt das. لا ما بتوصل، انت خلاص هيك هتسبع روحك.